Genau, auf jeden Fall möchte ich erstmal reagieren und zwar auf dich, mein Blogs. Und zwar, ich habe gesehen, während ich weg war, hast du ein Video hochgeladen mit irgendwelchen Memes. Das würde ich mir extrem gerne mal anschauen. Hier, Santibots slash Casey Scratch slash Silverfla Memes. Da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Let's go. Mega feiern. Wenn jemand einfach so deutsche Memes mit also Junior machen würde, einfach mit dir, mit mir, Silverfla und so, wo, also Hauptsache ich überdecke gerade meine eigene Facecam hier. Also, genau, das ist jetzt erstmal hier der Ausschnitt, wo ich gesagt hatte, irgendwie so, dass ich es halt cool fände, wenn jemand so Memes über uns machen würde, ne, da erinnern wir uns noch alle. Weißt du, ey, das wäre doch übel geil, so immer, wo man, der sich dann einfach die ganze Zeit unseren Shit reinzieht und dann daraus Highlights macht. Ja. Ich habe das extra erwähnt, weil ich wusste, dass du das machen willst und ich mag das. Ich mag das echt. Herzlich willkommen bei diesem Video hier auf meinem Kanal MeinBlogs. Und ja, das war eine gute Idee, aber eine aufwendige Idee, lol. Ja, das ist mir klar. Sicherlich jetzt schon so ganz, ganz viele Stunden dran gesessen und sich unseren Shit reingezogen, aber. Also, okay, bei Santi kann ich verstehen, dass du da vielleicht ein bisschen Langeweile hast, aber bei mir, komm schon, bei mir ist ja Entertaining pur, ne? Kann man nicht genug von kriegen. Ehre an meinen Blogs, ja, auf jeden Fall. Denn ich habe 9 Stunden nur eure Videos geguckt. Ja, 9 Stunden. Und dann kommt das noch, das Cut dazu, also. Es gibt schlimmere Hobbys, wie als sich meinen Content reinzuziehen, ne? Also. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Leben habe. Ich glaube eher weniger. Also, lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann fangen wir mal an. Wie findest du meinen Skin, den ich gerade ein bisschen gearbeitet habe? Finde ich gut, aber ich habe als erstes gedacht, du bist eine vergammelte Wasserleiche. Und dann habe ich aber gesehen, dass es du bist. Tja, Fla Fla, da wurdest du erstmal richtig gedisst, ne? Vergammelte Wasserleiche. Kannst du Water-Emoji? Ja, eigentlich, ja, kann ich. Eigentlich kriege ich den immer hin. Oh, krass. Also, wann kriege ich den Ein nicht hin? Kollege. Was gerade eben war, jetzt einfach nur wirklich runtergefallen. Das war. Ich wollte vorher gar nicht mehr springen. Mann. Ey, aber schau mal, warum blendet er nicht den zweiten Clip ein? Ich hab's doch direkt nach diesem einen Mal verkackt, hab ich's doch direkt genau danach hingekriegt. Warum nimmt er nur diesen einen Clip? Das ist, ja, typisch, ne? Also. Zieh dir was Vernünftiges an, zum Beispiel eine Jacke. Wir haben doch letztens Velo mit einmal gespielt. Und einer kam in meinen Chat rein und meinte, so ist das dein Freund, ne? Dieser Person werde ich jetzt ständig gemobbt, dass du immer noch mein Freund bist. Also, wie geht's deinem Velo-Freund? Da muss ich mal sagen, ey, das ist nicht mein Freund, wir sind einfach nur Freunde. Hey, hallo, wir sind doch Freunde. Hello, Darkness, my old friend. Wenn die Mathearbeit anfängt. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Was macht Santi da? Warum? Oder. Also sowas krieg ich ja überhaupt gar nicht hin. Gar nicht mit, ne? So, was macht der für Kacke, Alter? Alter, dafür cheat ich mir jetzt erstmal 70.000 Goldblöcke. Es tut mir leid. Aber ihr müsst sterben. Jeder muss irgendwann sterben. Früher oder später macht keinen Unterschied. Aber der Clip ist schon etwas älter, aber ja. Die Oma wieder. Justin Bieber oder ist das er? Sie sehen sich irgendwie komischerweise gleich aus. Okay, erstmal war es komplett süß, Ganz da haben sie normaler sich gekannt Sonntag. und alles. Aber danach hat die Frau angefangen zu twerken. Das hat es wieder alles kaputt gemacht. Eine riesen Umarmung und dann ein Kuss, das wäre süß. Haben Sie mich gerade Bitch genannt? Hallo, ich komme mir gleich die Gucci-Tasche an und dann kann es gar nichts mehr sagen, okay? Okay, hallo, ich Bitch? Nee, überhaupt nicht. Zum Glück gibt es nicht so alte Clips von mir. Zum Glück habe ich noch nicht so lange Facecam, weil ich glaube, sowas wäre mir irgendwie unangenehm. Keine Ahnung. Nee. Nee, nee. Aber Das wird, gut. nee, das wird mir jetzt viel Die zu viel. Drama Queen, wer kennt's? Scheiße. Wenn man nicht den Wecker gestellt hat. Ich fände es nice, wenn die Schrift, also was da steht, immer an einer Position wäre, so weißt du? Fuck, 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 fuck. Ah. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich mache das immer so. Ich kann es dir mal ganz kurz zeigen. Ich stelle, wenn ich meinen Wecker stelle, stelle ich, ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, aber ich stelle meinen Wecker, wenn ich meinen Wecker stelle, sieht das ungefähr so aus.
Also, mein Wecker ist wirklich komplett voll. Ich stelle meinen Wecker alle 10 Minuten nochmal, einfach weil ich so richtig paranoid bin, dass ich da nicht rechtzeitig aufstehe. Bin ich eigentlich so blöd? Ich bin der Einzige, dem das passieren kann. Ah, das stimmt nicht mal. Ich stelle meinen Wecker immer auf täglich, dass er täglich klingelt, also. Mashallah. Look at my hair, they are mashallah. Hier. Irgendwie habe ich gerade an etwas anderes gedacht, wo ich dieses Exemplar gesehen habe. Ich will Kriege führen, unbedingt. Ich will die Politiker Kriege führen, ja, Leute. Ja, müssen wir nur total lustig finden. Dann lass Kriege führen, dann ist das lustig. Ja gut, habe ich gesagt, dass Kriege lustig sind? Ja gut, das hab ich. Nee, ganz Spaß beiseite, ist natürlich überhaupt nicht cool, ja. Aber jetzt in Minecraft, so Roleplay-mäßig, in Minecraft ist das schon cool. Das macht Spaß. Also in Minecraft, ne? Minecraft. Wie alt Ich sind bin Sie? einfach 3000 Jahre alt. Ja. Wo Natürlich liegt Deutschland, Mallorca? Allah, ey. Mallorca ist doch in Deutschland. Nicht existent, das sind zwei Wörter. Eine Fabel. Mein Leben mit 300 Kilo. Lieblingsserie. Mein Leben mit 300 Kilo. Wann hat Corona angefangen? Ist jetzt schon wieder Oh, wann 2 war Jahre das? her? Alter Schwede, wann war das? Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wann das war. Scheiße. Ja, cool. Schaut bei Mindbox vorbei. Ich habe auch, by the way, privat mal ganz kurz vorbeigeschaut, heute oder gestern. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wo ich mit 31 Abonnenten war damals, ist das schon echt High-Quality-Content, was er macht. Also das hier habe ich mal ganz kurz durchgeskippt. Sehr, sehr aufwendig. Wie heißt diese Mod? WePlay-Mod heißt die, oder? Mit der du das gemacht hast. Auf jeden Fall sehr aufwendig sowas. Und allgemein sind die echt aufwendig, die Videos. Und für 31 Abonnenten auf jeden Fall Top-Leistung. Wenn ich bedenke, wo ich mit 31 Abonnenten noch war. Deswegen schaut auf jeden Fall bei Mindbox vorbei. Link findet ihr noch unten in der Videobeschreibung. Also jetzt.